Als dass ich Kabel rausreiße. Oh, Bibi. Warte, ich will ans Telefon gehen. Warte, warte, das müssen wir jetzt... Ups. Let's Play Surgeon Simulator 2013 Folge 3. Wir wollten gerade ans Telefon, aber... Anna hat es einfach runtergeworfen, wie sie es auf der Arbeit auch immer macht. Das Telefon klingelt erstmal weg. So. Wir sind jetzt mittlerweile angekommen mit Folge 3 jetzt bei Operationen. Jetzt hör doch mal auf! Es ist ja wieder ein richtiger Arbeitsplatz, was du da gerade machst. Das versuche ich gerade nachzustellen. So. So ungefähr. So. Aber ohne Diskette. Also wir wollen jetzt die zweite Mission spielen, die Nierentransplantation. Und Anna will sich wieder wagen. Oh, ich habe strafgeklärt. Ich glaube, du hast die erste ausgewählt. Nee, doch. Perform a double kidney transplant. Habe ich das richtig gelesen? So. Jetzt hau den doch nicht den Arm. Ach, wo also, ist die Kidney? Die müsste auf der hinteren... Die müsste hinterm Darm sein eigentlich, oder? Die liegt ja... Ja, die müsste eigentlich hinten liegen. Ja, du musst den Darm, glaube ich, wegmachen irgendwie. Willst du es mit der Hand machen? Ja. Okay. Geht nicht. Also. Also meine ich jetzt doch zumindest, oder? Aber müsste eigentlich bei einer Nierentransplantation nicht der Patient sowieso andersrum liegen? Ach, egal. Was haben wir denn da? Was ist denn das hier? Ja, komm. Oh. Lass knacken. Das fängt gut an. Lassen wir erstmal da liegen. Was muss ich tun? Also du musst auf die Rückseite irgendwie kommen. Also ich würde sagen, du musst den Darm jetzt rausmachen. Aber das kann ich nicht greifen. Ja, dann musst du es irgendwie aufschnippeln. Oder? Kannst du ziehen? Zieh mal. Geht nicht. Aber fällt dir was auf? Nee. Ich habe keine Flecken auf meinem Arm. Nee, das waren Blutflecken. Waren das Blutflecken? Bestimmt. So, dann nimm jetzt mal irgendwie irgendwas Scharfes und versuch den Darm dann rauszuschneiden. Anders sehe ich jetzt da keine Lösung. Alter, das, also eine Logik hat das nicht. Dreh deine Hand, dass es runterguckt, die Klinge. Hey. Alter, du willst mich doch verarschen. Ich wollte doch drehen. Drehen. So? Andersrum. Und jetzt schneiden. Den großen da oben. Einmal irgendwie durchtrennen. Ganz oben. Genau. Ich hab das Gefühl, das ist falsch. Ja, ich auch. Dann musst du vielleicht den Brustkorb mal, wieder abpacken. Jetzt ist da wieder Countdown, dann läuft wieder runter. Ja, dann nimm mal den Hammer und mach mal den Brustkorb weg. Das ist, glaube ich, hier die Lösung für alles. Okay. Unsere Katze ist wieder dabei. Oh, Baby. So, los. Brustkorb weghämmern. Und da. Mit Schmackes. Mit Schmackes. Kann man nicht mit Schmackes. Das geht nicht. So ungefähr. So. Ja, ja? Ja, aber irgendwie kriegst du den Darm jetzt immer noch nicht raus, ne? Nein! Ich glaube, du musst die eine links da tatsächlich noch. Die eine Rippe irgendwie loswerden. Ja? Hm. Oh. Ja, ich sehe es schon kommen. Wieso willst du die... Ich frag gar nicht erst. Okay, das geht nicht. Schon klar. Also wenn ich in Biologie schon gepennt habe, ne, dann weiß ich ja nicht, was mit dir da los war. Oh, Bio, ey. Alter, Bio. Bio war die einzige Naturwissenschaft, wo ich zumindest immer eine 3 hatte. Da war ich immer sehr froh drüber. Nee, Bio war eigentlich ganz gut, ne? So. Jawohl! Und jetzt kannst du aber den Darm rausnehmen, oder? Schnapp. Ja, du siehst, dass ich das mache. Oder musst du da vielleicht ein anderes Instrument für benutzen? Ja, aber welche? Ja, das weiß ich auch nicht. Eine Pinzette? Ist das so eine Pinzette? Ich glaube, mit einer Pinzette wird das nicht so, dass du mit der Hand schon nicht rauskriegst. So. Nee, besonders schlecht war ich in der Schule immer in Physik. Also Physik ging überhaupt gar nicht. Ja, bei mir auch.
Also ich hatte eigentlich, ich habe das dann immer geschafft, mit meiner Einser-Mappe dann auf eine 3 oder 4 aufzuwerten. Und Mappen machen war immer gut, ne? Mappen hat immer geklappt. Aber Jungs haben das eigentlich nie gemacht. Ja, ich musste ja. Es ging ja nicht. Ich hatte ja keine Option. Ich musste irgendwie bestehen. Also Markus, ganz ehrlich, ich verstehe das Spiel nicht. Ja, das ist ein Anti-Anna-Spiel wieder, weißt du? Und du machst das immer extra. So, ja, damit ich doof aussehe. Blödes Ding, geh weg! Geh da jetzt raus! Zieh doch mal! Das zieht nicht richtig! Ich musste vielleicht irgendwie rausschneiden. Nimm doch mal die Kreissäge da, oder da oben die Knochensäge. Und dann sägt das Ding mal schön weg. Der ist eh gleich tot. Ich weiß, aber... So, jetzt säg! Rein da! Rein in den Darm! Ich weiß es echt nicht, was man machen soll. Markus? Ja? Organe zersägen ist auch keine Lösung. Organe zersägen ist auch keine Lösung. Nein, aber ehrlich, was muss ich denn da machen? Ich bin auch nicht sicher. Das Einzige, was man machen kann, ist Knochen weg. Ja, versuch's nochmal. Okay. So. Weg! Alter! Alter! So. Du Arsch. Also nochmal die Knochensäge und erstmal die Knochen dann jetzt weg, okay. Vielleicht musst du auch die Leber da wegmachen und vielleicht liegt die Niere dann direkt da drunter. Aber du musst ja zwei transplantieren, das wird hier keinen Sinn ergeben eigentlich. Ich wollte jetzt einmal das richtig packen, ne? Oh, aber hat nicht geklappt. Unmöglich. Jetzt! Oh, okay, ja. Los geht's. Nee, das... Wie macht er den denn hoch? Wie macht er den hoch? Warum macht er den jetzt nicht hoch? Der hält den nur so. Rechte Maustaste. Gedrückt halten, oder kannst du ein bisschen schwenken? So. Ja. Und jetzt runter. So? Ja. Jetzt? Runter. Ja, das machst du gut. Weiter. Weiter. Oben auch noch. Mach einfach alles raus. So? Alles raus. Runter. Habe ich alles? Ja. Und jetzt musst du da... Da, wo die Leber ist, das musst du irgendwie jetzt da rausholen. Vielleicht mit dem Skalpell auch noch so ein bisschen rumschnibbeln. Ja, du hast schon wieder so viel Schaden offensichtlich gemacht, dass der Countdown, also dass der Blutlevel so schnell runtergeht. Ja, aber ich verstehe nicht. Ich verstehe das auch nicht, du hast das doch völlig fachmännisch gelöst. Aber ich kann da auch nichts rausholen. Ja, das mit dem Darm verstehe ich auch nicht. Da ist so viel Platz vom Darm, der muss doch irgendwie rausgehen eigentlich. Und kannst du an der Seite da vielleicht irgendwie was schneiden oder so? Vielleicht musst du mit dem Skalpell... Oder musst du eine Spritze nehmen? Versuch mal ein Skalpell zu schnappen. Oder die Knochensäge. Also diese Säge meine ich jetzt hier, nicht die... Ja, aber wenn ich den mit Organen zersäge, das mag ich der nicht. Das mit der Lunge war doch auch okay. Gedrückt halten und dann... Vielleicht ein bisschen drehen, Anna, dass du mit der Klinge auch wirklich sägst. Ja, ungefähr so. Hier, guck mal, das eine hast du jetzt schon raus. Hey, das ist so furchtbar, dir das anzugucken. Jetzt sind die Leber raus. Nach vorne drehen, dass du es besser greifen kannst. So. Nach vorne drehen. Rechte Maustaste gedrückt halten und nach vorne. Nach vorne, nach vorne. Ja, genau so. Und jetzt nach vorne. Nach vorne. Und da. Ihr macht das da raus. Und ihr, nein, du musst die Hand aufmachen, also, um etwas schnuppern zu können. Das lernt man in der Regel mit 2 Monaten. Bin ich sogar schon viel früher. Was habe ich mit nach vorne gesagt? Deine Patienten, die sind so schnell tot, dass du nicht mal ausprobieren kannst. Ja, und jetzt hoch. Und jetzt.
Ist nicht tot. Ist nicht tot. Aber das muss doch möglich sein, den Darm da rauszunehmen. Das ist das. Markus, ich wusste es wirklich nicht. Ich weiß, man sieht es. Was soll ich machen? Der braucht eine Spritze, glaube ich. Markus? Ja? Willst du das mal ausprobieren? Ja, dann probiere ich das eben. Okay. Tada! Und wieder müssen wir die Plätze wechseln. Yay! Das war in der zweiten Folge schon so lustig. Yay! Warte, Markus. Nein! Alles gut? Ja! So. Tschakka! Okay, dann spiele ich jetzt. Das kriegen wir vorhin noch hier gebacken, dass wir hier mal eben so eine simple Operation. Was heißt denn auch noch Double Kidney? Ja, ich glaube, hier sind zwei. Hier ist, oder? Vielleicht sind auch zwei drin. Wir können ja mal gucken. Ja, mach den Deckel am besten jetzt schon mal auf. Da sind zwei Stück drin. Oh, na toll. So, als erstes brauchen wir jetzt wieder mal die Knochensäge, würde ich sagen, ne? Würdest du da zustimmen? Da würde ich zustimmen. Ja, versuch die jetzt mal richtig anständig zu schnappen. Was sind das eigentlich für Chirurgen, die da Fanta trinken, ey? So. Guck mal, ich kann das schon ganz gut. So. Ja, aber bei dir läuft's jetzt auch. Der Countdown sozusagen. So, kann man das jetzt irgendwie. Ja. Ich versuch das jetzt gerade nochmal. So. Guck mal hier so da drunter einmal durch. Und dass sich das jetzt löst, dass man es vielleicht abmachen kann oder so. Greifen kann. Mal gucken. Da muss man da mit so einem Scherm-Ding die Sachen anheben. Ich meine, das ist ja eine Klemme, ne? Was da so ist. Das brauchen ja Ärzte, um Blutung zu stoppen, sozusagen, ne? Also bei Grey's Anatomy ist das ja so. Ja. Dann machen die da diese Scherendinger und klemmen das ab. So. Vielleicht kannst du es gebrauchen. Ich muss erstmal hier so ein Skalpell, glaube ich, haben. Ja. So, Skalpell. Und dann? Was ist das auch für ein Arzt ohne Handschuhe, ey? Ich muss es hier nur kurz lösen. So. Und dann schnappen wir uns das einfach hier schnell. Ja, genau. Einfach schnappen. Ja, habe ich auch versucht. Habe ich auch versucht, Markus. Ja, ist ja gut. Hier, guck, ich hab das jetzt. Ich will dich nur aufziehen. Warte. Sag mal, warum packst du das nicht an hier? Komm. Also, warum erklären die eigentlich nicht, wie das Spiel geht? Das muss man selber lernen. Ja? Ja. Oh, ist ja wie im richtigen Leben. Ja, wenn man operiert, ne? Mhm. Ist es richtig, habe ich das auch noch nicht verstanden, was man bisher mal soll. Das kriege ich ja einfach nicht. Der Darm ist völlig im Weg, aber wie kriege ich den Darm denn raus? Vielleicht musst du den von der Seite packen oder so? Oder kannst du da. Oder, guck mal, aber dieses Instrument hier, das haben wir doch jetzt zum ersten Mal, oder? Ja, es hat eine spitze Seite. Aber vielleicht kann man mit der anderen Seite hier was wegdrücken oder so, oder hochklappen. Schnapp das schon. Jung. Markus. Ja. Eins, zwei. Das kriegen wir hin. Wie lange geht die Folge schon? Ja, komm, einen Versuch machen wir eben noch. Retry. Also. So, wir sind. Normalerweise würde ich ja sagen, okay, vielleicht bin ich immer einfach. Noch bei der zweiten. Vielleicht bin ich ja auch einfach zu doof, um zu wissen, wo die Nieren sind, aber. Nein. Sind die ist Nieren? Ist ja nicht umsonst so, dass wir hier die so viel Darm haben. Die sind doch weiter unten, oder? Ah, guck mal eben hier. Lass uns das mal kurz anschauen. Und zwar hier vorne, bei dem Darm, ne? Ja. Sehe ich jetzt gerade. Die sind zwei Stellen, die sind so ein bisschen roter als die anderen. Vielleicht müssen wir da schnibbeln. Habe ich auch schon gedacht. Also, ich schnapp mir hier so ein Walle. So ein. Ja, Prost, Mahlzeit, das kriegst du nicht hin. Natürlich krieg ich das hin. Ah, okay. So, und schneiden wir mal an den Stellen gleich, warte.
Da sind so zwei Sterne. Ah, guck mal, da habe ich was durchgeschnitten. Oh ja. Die so ein bisschen noch dunkel sind, ja. Aber da habe ich das irgendwie noch nicht geschafft, oder? Nee. Der Blutlevel, der läuft jetzt auch gar nicht wie so ein Countdown. Meinst du, weil wir das an der richtigen Stelle machen? Klar. Das ist doch unlogisch. So. Ja. Also siehste, das finde ich so bescheuert. Und jetzt müssen wir uns das hier nur schnappen. Warte. Hier so. Oder? Vielleicht das obere Teil kannst du dir schnappen. Meinst du, das obere Teil geht jetzt? Ja. Ah, doch noch. Nee, das geht noch nicht. Kann ich das da unten dann vielleicht irgendwie? Oder muss ich das noch an anderen Stellen? Kannst du ein bisschen höher gehen mal mit der Kamera sozusagen, dass wir da weiter reingucken können? Okay. Vielleicht ist das links doch noch nicht ganz durchgeschnitten? Meinst du nicht? Also weil das andere da so runtergefallen ist, meinst du? Ja. Mal gucken. Meinst du? Oh, na toll. Das kriegen wir hin. Oh, warte. Markus, ich weiß ganz genau, was ich tue. Alter, kennst du hier vom Jahrmarkt diese Attraktion mit dieser bunten 60s-Brille? Ja, das sieht auch so aus. Sowas. Das sieht auch so aus, ja. Ja, jetzt hat sich alles gerührt. Jetzt kannst du das große, dicke Ding da wegmachen. Das hört sich komisch an, mir hört egal. Das große, dicke Ding. So, komm. Komm. So, und. Raus damit! Brauchst du nicht mehr. Brauchst du nicht mehr. Weg. So. Irgendwie geht der Effekt auch nochmal wieder weg, weil ich kann mich gerade nicht so... Das wird irgendwie schlimmer, als dass es besser wird. Kann das sein? Und jetzt muss ich doch eigentlich nur hier so an der Seite die Hand reinmachen. Und deine Uhr. Ja. Oh Mann, der Effekt kann da auch mal wieder weggehen. Ich kann mich jetzt gerade echt nicht konzentrieren. Ich glaube, du musst die... Du musst die Knochen doch noch wegmachen, um da oben die Dinger jetzt wegzuhebeln. Welche weißt Dinger? Du? Die... Was auch immer das ist. Das ist doch hier der Magen. Muss ich die Niere jetzt an der Seite hier reinschmeißen oder so? Nee, aber guck mal, da oben die Dinger, die wir immer fast weggemacht hätten, eben bei den ersten Versuchen. Ja, was ist das? Meinst du nicht, die musst du wegmachen? Ich würde sagen, das überlegen wir uns in der nächsten Folge. Okay. Bis dann. Ciao. Ciao.